Und zwar werden wir uns heute eine Soße bestellen und werden wir wunderschön hiermit bezahlen, Freunde! Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Hi, einmal eine Chili-Soße. Chili-Soße? Eine Chili-Soße, ja. Heute wird das Gesamtpaket hier bestellt. 30 Cent am letzten Fenster, bitte. Danke sehr. Die geht jetzt nachfragen, ob die den überhaupt annehmen darf. Ja, leider kann ich nicht wechseln. Ich habe nicht so viel Geld. Tut mir leid. Können Sie nicht wechseln? Nee, ich habe nicht so viel. Jo Freunde, der Angel meldet sich nochmal zu Wort, denn ich habe ein kleines Gewinnspiel mit in diesen Prank eingebaut. Das heißt, haltet auch schon nach den versteckten Buchstaben und da sind wir auch schon zu den Bedingungen. Ihr müsst als erstes den Hashtag mit den Buchstaben setzen, als zweites müsst ihr Abonnent meines Kanals sein, das ist natürlich Pflicht. Ich werde am liebsten die Angel-Elite dran nehmen, die schon länger Abonnenten von mir sind. Und jetzt abonniert mich nicht nur wegen diesem Gewinnspiel. Gönnt euch doch mal meine anderen Macis-Pranks, die ich gedreht habe. Vielleicht gehört ihr dann auch mal bald zum Angel Squad. Als nächstes müsst ihr das Video liken. Freunde, ihr müsst das Video liken. Und wenn ihr das alles getan habt, das werde ich überprüfen, werde ich mir einen von euch raussuchen, der in die Videos kommt. Freunde, ich muss vorab sagen, ihr müsst noch in die Kommentare schreiben, woher ihr kommt. Weil ich werde euch dann wahrscheinlich abholen und wir werden dann gegebenenfalls bei euch ein Macis-Prank drehen. Natürlich werde ich den letzten Gewinner des Gewinnspiels, mit dem werde ich doch ein Macis-Prank drehen, das ist ja klar. Weil dieser junge Boy, der war unterwegs, also macht euch da keine Sorgen. Du wirst auf jeden Fall noch einen Macis-Prank mit mir drehen. Wir halten auch natürlich auf Insta Kontakt, ne? Und wenn ihr beim Video gewinnt und ihr wirklich mit mir einen Prank dreht, dann mache ich natürlich auch einen Shoutout für euren Kanal, für euren Facebook, für euren Instagram. Ist ja natürlich klar. Und jetzt gönnt euch das Video. Yo Leute, was geht ab? Back in the game, remember my name. Es ist wieder der Angel hier für euch am Start und wie ihr seht, ein weiteres Prank-Video, Leute, ein weiteres Prank-Video. Und da die Mitarbeiter von McDonald's gestern so unfreundlich zu mir waren, obwohl ich nichts getan habe, wahrscheinlich gar nicht, habe ich mir gedacht, ruppe ich mir mal wieder meine gute E-Zigarette raus. Ihr habt den letzten, Leute, der letzte Prank hat über 100.000 Aufrufe, Freunde. Über 100.000 Aufrufe mit diesem wunderschönen... Mit dieser wunderschönen E-Zigarette werden wir jetzt in den McDrive gehen, aber das ist gar nicht das Hauptding, weshalb wir die Leute heute mal richtig abfucken werden. Ich war auf... Alter, ich sehe erstmal gar nichts. Scheiße, ich kann die Scheiben nicht runter machen. Was? Gibt's was zu gucken? So, scheiße, immer noch zu gesmoked des Todes hier. Mich hat das damals richtig abgefuckt, wo ich im Einzelhandel tätig war. Und Leute, die extrem wenig gekauft haben, haben mit 100er bezahlt oder mit 200er Schein, also wir konnten bis 200 Euro annehmen. Von daher habe ich es gehasst, Freunde. Ich habe es gehasst, wenn jemand sich ein Teil für 10, 20, 30 Cent geholt hat und dann einfach mit einem 100er oder mit einem 200er bezahlt hat. Ich muss sagen, Karma is a bitch. Und zwar werden wir uns heute eine Soße bestellen und werden wunderschön mit... diesem leckeren werden wir wunderschön hiermit bezahlen, Freunde. Wer jetzt denkt, ich bin reich, nein, ich habe mir das Geld hart erarbeitet, ja. Lass mich in Ruhe. Dann würde ich sagen, let's go to Megis and let's smoke some weed. Nein, Spaß, let's smoke some. Freunde, wieder tief hinter mir, guck, das ist nicht mehr normal. Das Teil ist natürlich in der Beschreibung verlinkt, das wollte ich nur mal vorab sagen, wenn es jetzt losgeht. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los zu Mc's. Das Geile ist, um diese Uhrzeit ist der Burger King Drive-In auch noch offen. Von daher können wir mal gucken, was wir jetzt nehmen. Aber ich denke mal, wir werden jetzt nach McDonald's fahren, weil die mich gestern extrem schlecht behandelt haben. Und wie sagt man so schön, der Kunde ist doch König, ne? Oh, jetzt ist die Kamera hier am struggeln. Nicht mit mir. So, Problem gelöst. Du möchtest hier reinfahren, wunderbar. Leute, es ist hell, es ist Sonne. Damn, Freunde, was haben wir denn da?
Mann, hier ist rechts vor links und lass mich mal durch. Danke sehr, danke, danke. Brauchst gar nicht zu gucken, ich lass dich nicht vor, Alter. Bist du scheiße zu mir, bin ich scheiße zu dir, ist ganz einfach. Ich habe die letzten zwei Pranks noch nicht geschnitten, deswegen weiß ich nicht, wie die bei euch angekommen sind, ob da irgendwelche soundtechnischen Fehler waren oder so. Ich habe jetzt einfach mal das gleiche Setup gewählt, ne, Freunde. Und wir sind auch gleich schon da. Ich werde mir wahrscheinlich irgendeine geile Soße bestellen, da habe ich richtig Bock drauf. Leute, man geht natürlich nach McDonald's, um sich da eine Soße zu holen. Wie sollte es auch anders sein? Wozu ist McDonald's denn da? Richtig, um eine geile Soße zu holen, Mann. Da kann ich meinen Pimmel da reintucken und... Stand das nicht im Skript? Ist mein Mikrofon hier verrutscht? Das habe ich übrigens vor mir geplaced. Hier dürfte das eigentlich perfekt sein. Kann man mich hören? Ja, kann man mich hören? Freunde, genießt das geile Wetter. Es ist nur noch 2 Tage bei uns richtig schön. Von daher wird bei diesem wunderschönen Wetter auch die Laune mal direkt verdorben, indem wir nach McDonald's fahren und die Leute da pranken, ne? Und für die einen oder anderen, die jetzt ankommen und sagen, lass die Leute doch arbeiten. Leute, das ist Spaß. Würde ich bei McDonald's arbeiten und jemand kommt da rein und wird da solche Sachen abziehen, das ist jenseits vom Alltag. Das ist einfach geil. Wo ich damals im Einzelhandel gearbeitet habe und da sind so richtig kranke Leute hingegangen. Die haben mit 1 Cent Stücken gezahlt. Das hat mir, ey, das ist mal was anderes, Leute. Der, vielleicht können wir den einen oder anderen auch den Tag versüßen. Und ich meine, ich gebe den gleich einen Hundi in die Hand, ja? Das haben die da noch nie gesehen. Ah, du willst jetzt auch noch hier über den Zebrastreifen, Alter. Alle hier rechts oder was? Da, genau die war das. Konnte man die sehen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dieses Mal wird es nicht ganz so schwer. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon bei McDrive angekommen. Einige haben sich ja auch gewünscht, dass ich da mal rein rauchen soll. Vielleicht schaffe ich das ja gleich sogar. Oh, ich bete, dass man die Kamera nicht sieht. Was geht ab, man? Folgt mir auf Insta übrigens. Keine Grüße gehen raus an meine Kamera, die sich jetzt einfach unscharf gestellt hat. Ja, moin. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Hi, einmal eine Chili-Soße. Really, nigga? Chili-Soße? Eine Chili-Soße, ja. Heute wird das Gesamtpaket hier bestellt. 30 Cent am letzten Fenster, bitte. Danke sehr. Krieg ich deine Handynummer? So, erstmal ganz gechillt jetzt hier. Geht jetzt nachfragen, ob die den überhaupt annehmen darf. Komm in, Lelele! Können Sie nicht wechseln? Nein, ich habe nicht so viel. Im Fettigisch ist kein Geld und in die Kasse sind noch so Schlüsselstücke. Ich kann noch so rausgehen, sonst kann ich nicht wechseln. Ja, das nehme ich gerne an. Ja, danke sehr. Sonst was habt ihr denn an Kleingeld da? Ja, überhaupt. Ach, noch kein Kleingeld? Leider, dann habe ich überhaupt nicht. Da kann ich nichts mehr rausgeben. Okay. Ja, aber ist ein tolles Geschenk, danke. Hast du deine Chili-Soße? Ja, danke. Schönen Tag. Ja, gleichfalls. Bleib jetzt einfach stehen, hinter mir sind noch Leute. Wie der geguckt hat, wieso wartet denn der da? Muruk, Muruk, soll ich euch zurauchen? Da haben wir einfach mal die Soße umsonst bekommen, Freunde. Hallo, hier ist rechts vor links! Und ich habe mein Fenster immer noch auf. Was guckt ihr so? Hier ist doch rechts vor links. Meine Fresse. Die hinter mir sind schon fertig. Verfolgen die mich jetzt? Leute, ich werde verfolgt. Scheiße.
fange ich mit meinem Leben an. Das war ein Tutorial, wie man die McDonald's-Soße umsonst bekommt, Freunde. Wieso verfolgen die mich denn jetzt? Ey, die haben mir Peace gezeigt, Freunde. Kann sein, dass es Abonnenten von mir sind. Ich bin hier in Coesfeld schon recht bekannt. Das heißt, wenn ihr mich auf der Straße sehen solltet, dann könnt ihr mich gerne... Ihr könnt gerne mal Hi sagen, Leute, ihr könnt gerne mal Hi sagen, da kenne ich nichts. Ampel ist gelb, juckt mich gar nicht hier. Dann würde ich sagen, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Unter mir hier könnt ihr mich abonnieren, das ist natürlich kostenlos, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich muss hier ein bisschen auf den Verkehr achten und da unten kommt ihr sogar noch zu meinem Gaming-Channel, ja? Hier seht ihr auch mein Social Network, wenn ihr mir da folgt, verpasst ihr keine weiteren Uploads mehr. Und ihr seht mein letztes Video hier und auf dem Gaming-Channel, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ihr bleibt so wie ihr seid, wir sehen uns. Bis zum nächsten Video und der Angel ist raus.